Mode und die Schönheit. Das sind die Themen der Euregio Wirtschaftsschau. Aber ein Thema ist neu in diesem Jahr, das Automobil. Für die, die sich trauen, ist auf dem Aachener Bennplatz auch Action angesagt. Über diese 5 Meter hohe Brücke hier zu fahren, ist sicherlich etwas, das ein normaler Autobesitzer seinem heiligen Blechle lieber nicht zumuten möchte. Alles überhaupt gar kein Problem, sagen die hier, vorausgesetzt, man hat das richtige Auto. Über eine 20 Meter lange Brücke kutschieren geschulte Instruktoren die Wagen auf 5 Metern Höhe. Das Publikum darf auf Wunsch mitfahren. Erstaunlicherweise passiert hier nichts, obwohl das Ganze ziemlich waghalsig und kippelig aussieht. So, mit Ihrem Kollegen können wir jetzt nicht mehr reden. Der Mann ist voll konzentriert und hängt mit dem Kopf aus dem Fenster. Sprechen wir mit Ihnen. Wie gefährlich ist diese Fahrt über diese Brücke? Das ist nicht gefährlicher als die normale Teilnahme am Straßenverkehr. Wir sind darauf vorbereitet. Das ist ein optimales Auto. Von daher darf da nichts passieren. Darf ich das auch mit einem Uraltauto aus Studienzeiten machen, was Sie hier tun? Nein, da würde ich Ihnen dringend von abraten. Also es sind schon gehobene Ansprüche an das Fahrzeug gesetzt. Wir brauchen hier Allradantrieb, wir brauchen eine Getriebeuntersetzung, wir brauchen einen drehmomentstarken Motor, um sowas souverän zu schaffen. Jetzt sind wir hier auf dem Scheitelpunkt. Das fühlt sich ein bisschen sehr kibbelig an, aber ich vertraue Ihnen blind. Was gibt es sonst noch hier in dem Parcours, abgesehen von dieser Brücke? Wir haben hier die Brückenüberfahrt, 5 Meter von Ihnen schon angesprochen. Wir haben eine Wippe. Wir haben eine Verschränkungs- oder Traktionsstrecke und wir haben einen Kippwinkel, wo der Wagen also seitlich auf die Seite geneigt wird, um da die Standsicherheit zu prüfen. Noch geht alles gut. Ganz im Ernst, man sieht ja immer mehr Geländewagen irgendwie so in der Stadt. Auch wer braucht die wirklich? Da gibt es eine ganze Reihe von Berufsgruppen, die sowas gewerblich nutzen. Aber es gibt auch natürlich die vielen Lebensbereiche, die man privat ausübt. Manch einer hat ein Boot, ein Pferdeanhänger oder sonstiges. Und die brauchen halt einen optimalen Zugwagen. Und da ist natürlich so ein Geländewagen prädestiniert, der bis zu 3,5 Tonnen Anhängerlast ziehen darf und dann auch mühelos bewegt, ohne kaputt zu gehen, und das über Jahre hinweg. Hier auf der Euregio Wirtschaftsschau ist in diesem Jahr das Thema Automobile der Zukunft wichtig. Es geht um alternative Kraftstoffe, zukunftsweisende Motorenkonzepte und Nachrüstmöglichkeiten. Abschreckendes Beispiel, der Überschlagsimulator des ADAC. Hier erfahren Besucher am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, wenn sich ein PKW überschlägt. Aber auch ungefährliches und weit magenfreundlicheres gibt es auf der Wirtschaftsschau. Spielzeug zum Beispiel. Entschuldigung, sind Sie denn hier auf der Wirtschaftsschau nur zum Gucken oder wollen Sie wirklich auch was kaufen? Wir haben schon etwas gekauft. Ja, wir informieren, ist ja wichtig, dass man mal über alles Bescheid weiß. Und das besonders hier, wenn man ja sehr viel am Bügelbrett verbringt. Ne? Oder?